Willkommen zu Sinumeric Live, Anwendungstechnik leicht verständlich erklärt. Unsere Videoreihe mit dem Ziel, einzelne Themen der Anwendungstechnik leicht verständlich, praxisgerecht und mit wenig Zeitaufwand zu präsentieren. Heute mit dem Thema Drehtechnologien, Längsdrehen und Stechdrehen. Unterschied und Anwendung mit Sinumeric Operate. Unsere Agenda für heute, Grundlagen Drehen. Was ist Drehen überhaupt? Was versteht man darunter? Das Längsdrehen an sich als eine Applikation und natürlich dann Stechdrehen, Stechen und das Abtrennen, sprich das Abstechen des fertigen Teiles. Drehen mit Sinumeric Operate als folgenden Punkt mit einem Beispielwerkstück direkt an der Maschine und dann die Zusammenfassung, der Vergleich zwischen Längs- und Stechdrehen. Beginnen wir mit den Grundlagen des Drehens. Das Drehen wird zur Herstellung von rotationssymmetrischen Bauteilen verwendet. Hierbei dreht sich das Werkstück um seine eigene Achse und das Werkzeug, der Drehmeißel, folgt der programmierten Kontur des Werkstückes, einerseits in der X-Achse und auch in der Z-Achse. Die Einteilung der Drehtechnologien. In der Sinumeric werden diese Technologien unterteilt in Abspannen, Längsdrehen, in Stechdrehen und im eigentlichen Stechen. Kommen wir nun speziell zum Längsdrehen. Beim Längsdrehen bewegt sich der Drehmeißel parallel zur Werkstückachse, wie hier in der Animation zu sehen. Neben der Bearbeitung der Mantelfläche kann auch die Stirnseite plan bearbeitet werden. Längsdrehen kann sowohl für Außen- als auch für Innendurchmesser verwendet werden. Bei der Bearbeitung von Innendurchmessern muss vorab eine Bohrung eingebracht werden. Im Gegensatz zum Längsdrehen erfolgt beim Stechdrehen der Materialabtrag senkrecht zur Werkstückachse. Zum Vergleich, beim Längsdrehen kann man mit diesem Meißel im Gegensatz dazu dieses Teil nicht fertigen. Man benötigt dazu einen sogenannten Stechdrehmeißel, der diese waagerechten Wände auch herstellen kann. Der Materialabtrag erfolgt durch Zustellung in senkrechter Richtung und sofort anschließender waagerechter Bewegung, wieder senkrechter Zustellung und wieder waagerechten Materialabtrag. Dadurch hat man praktisch keine Verzögerung im Eilgang. Man hat also einen permanenten Spanabtrag. Das Werkzeug zum Stechdrehen ist dreischneidig, sowohl zum Zustellen in senkrechter als auch in waagerechter Richtung zum Materialabtrag. Eine andere Technologie ist das Stechen, das Einstechen. Hierbei erfolgt der Materialabtrag senkrecht zur Werkstückachse, das heißt, das Werkzeug stellt zu, zieht zurück, versetzt seitlich, stellt wieder zu, zieht wieder zurück, versetzt sich wieder und stellt wieder zu. Dieses Verfahren wird primär zur Herstellung von Nuten verwendet. Am Ende des Bearbeitungsvorganges erfolgt das Abtrennen des Werkstückes durch das Abstechverfahren. Das heißt, das bearbeitete Werkstück muss vom Spannabsatz abgetrennt werden. Dies erfolgt durch den Abstechzyklus. Das ist nichts weiter als ein Einstechen, lediglich über den Werkstückmittelpunkt hinaus. Dafür werden längere und dünnere Stechmeißel verwendet, einerseits um den Schnittdruck zu minimieren und um auch Materialverlust gering zu halten. Um das rotierende, abgetrennte Werkstück besser kontrollieren zu können, bietet die Sinumeric Operate in dieser Funktionalität die Möglichkeit, die Drehzahl kurz vor dem eigentlichen Abstechvorgang zu reduzieren. Um die genannten Technologien praktisch zu veranschaulichen, fertigen wir diesen Griff. Hierbei gilt es zu beachten, dieser Griff besteht aus fließenden Konturen, aus Radien, die ineinander übergehen und aus senkrechten Kanten und Wänden. Alleine im Stechen und im Stechdrehen lässt sich dieses Teil nicht fertigen. Die geraden Schneiden des Stechmeißels lassen es nicht zu, den Radius komplett zu fertigen. Beim Längsdrehen erreichen wir zwar die Radien im Grund, aber nicht diese senkrechte Kante. Das lässt wiederum die Form des Längsdrehmeißels nicht zu. Die einzige Variante, um dies zu realisieren, ist das kombinierte Längs- und Stechdrehen. Wir haben einerseits die Möglichkeit, alle Radien zu erreichen und auch die senkrechten
90-Grad-Kanten zu fertigen. Zur Herstellung dieses Griffes benötigen wir eine Kontur. Diese wurde mit dem Konturrechner in der Operate erzeugt und dient als Basis für die Technologien, um diesen Griff herzustellen. In dem Fall bei Konturdrehen haben wir in der vertikalen Softkeyleiste alle Applikationen wie Längsdrehen, Stechen, Stechdrehen, Restmaterialbearbeitung, um diese Kontur dann abzuarbeiten. Zum Beispiel hier beim Stechdrehen kann man in der Maske dann sehr komfortabel die relevanten technologischen Daten eingeben und damit die ganze Fertigung vorab auch in der Simulation mit den animierten Elementen prüfen. Wie eben in der Praxis zu sehen war, lässt sich dieses Bauteil nicht nur mit Längsdrehen fertigen oder ausschließlich durch Stechdrehen fertigen, sondern hierbei benötigt man eine Kombination aus beiden Technologien. Zusammengefasst kann man sagen, Stechdrehen verwendet man für Formen mit tiefen Nuden, steilwandigen Bereichen und das Längsdrehen für fließende Übergänge für Radien. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.